In diesem Video rechne und erkläre ich vier Aufgaben zu dem Thema Bruchgleichungen. Wir bestimmen als erstes die Definitionsmenge. Es darf hier für x, was darf ich für das x nicht einsetzen? Die 0. Und das notiere ich so. Ein d mit so einem Doppelstrich ist gleich alle rationale Zahlen außer die 0. Das ist der erste Schritt, wenn wir eine Bruchgleichung haben. Und als nächsten Schritt bestimmen wir den Hauptnenner, damit sich die Brüche auflösen, damit wir keine Brüche mehr haben. Am schnellsten einen Hauptnenner finde ich, wenn ich einfach jede Zahl im Nenner miteinander multipliziere. Ich schreibe jetzt mal die Nenner ausführlich nochmal hin. Wir haben einmal, ich nenne es jetzt N1, ja, den Nenner 1 hier haben wir die 5, dann haben wir noch einen Nenner, die 7 und als dritten Nenner haben wir noch das x. Und wenn wir jetzt jeden Nenner miteinander multiplizieren, haben wir auf jeden Fall einen Hauptnenner gefunden. Muss ich schauen, wie ich das schön hinschreibe. Ich mache es mal so mit einem großen Pfeil. Hauptnenner wäre dann 5 mal 7 mal x. Und wenn ich jetzt jeden Bruch mit diesem Hauptnenner multipliziere, habe ich am Ende keine Brüche mehr, weil sich die perfekt rauskürzen. Drei Fünftel mal 5 mal 7 mal x plus 1/7 mal 5 mal 7 mal x ist gleich 1 durch x mal 5 mal 7 mal x. Und jetzt fällt auf, dass ich überall was wegkürzen kann. Hier die 5 mit der 5, hier die 7 mit der 7 und hier das x mit dem x. Und dann bleibt stehen 3 mal 7 mal x plus 1 mal 5 mal x ist gleich 1 mal 5 mal 7. Und jetzt kann ich das ausrechnen oder möglichst weit zusammenfassen. 3 mal 7 mal x sind 21x plus 1 mal 5 mal x sind 5x ist gleich 1 mal 5 mal 7 sind 35. Das ist gleich gar weg. Und 21x plus 5x sind 26x gleich 35. Jetzt geht mir der Platz an der Tafel aus. Als nächstes mal geteilt durch 26 und dann steht dran. Das kann man nämlich dann einfach als Bruch schreiben. Ich schreibe es mal hier rüber. Es gibt dann x gleich 35.
26, das können wir einfach als Bruch schreiben und dann haben wir schon unser Ergebnis. Ich komme eh, ich schätze eh Stopp. Das passt. Das im Haus. Oh. Als erstes, wir starten von hier jetzt nochmal. Okay. Als erstes bestimmen wir die Definitionsmenge. Was darf ich für x nicht einsetzen? Die 0. Ich darf jede Zahl einsetzen, jede rationale Zahl bis auf die Zahl 0. Und jetzt als nächstes suche ich den Hauptnenner. Ich schreibe mir mal wieder alle Nenner auf. N1 ist die 10. N2 haben wir die 5. N3 haben wir die 20. N4 das x. Jetzt könnten wir wieder einen Hauptnenner bilden, indem wir jeden Nenner miteinander multiplizieren. Also 10 mal 5 mal 20 mal x wäre ein Hauptnenner, aber es gibt einen deutlich kleineren Hauptnenner. Die 5. Wenn man erkennt, die 5 passt in die 20, die 10 passt in die 20, dann kann ich die 5 und die 10 mir sparen. Dann reicht es, wenn ich es als Hauptnenner nur bilde, die 20 mit dem x. Das sehen wir dann auch gleich, wenn wir mit dem rechnen. Dann multiplizieren wir jeden Summanden in der Gleichung mit unserem Hauptnenner. Also 1/10 mal 20x plus 2/5 mal 20x plus 40/20 mal 20x ist gleich 1 durch x mal 20x. Jetzt können wir alle Brüche kürzen. Die 10 geht in die 20 zweimal, die 5 geht in die 20 viermal, die 20 in die 20 einmal und das x kann man mit dem x kürzen. Und jetzt schreiben wir es nochmal schön auf. Das wäre 1 mal 2 mal x plus 2 mal 4 mal x plus 40 mal 1 mal x ist gleich 1 mal 20. Dann können wir es auch gleich zusammenfassen. 1 mal 2 mal x sind 2x plus 2 mal 4 sind 8, sind 8x plus 40 mal 1 mal x sind 40x ist gleich 1 mal 20 sind 20. x plus 8x sind 10x, 10x plus 40x sind 50x, 50x gleich 20. Und jetzt machen wir noch geteilt durch 50, dann steht es x alleine, x gleich 20/50. Und 20/50 kann ich noch einmal kürzen.
dann kommt raus x gleich 2 Fünftel. Als allererstes bestimmen wir unsere Definitionsmenge. Was darf ich für x nicht einsetzen? Für x darf ich nicht die 0 einsetzen, weil ich darf nicht durch 0 teilen. Definitionsmenge. Alle rationale Zahlen außer die 0. So, als nächster Punkt bestimmen wir den Hauptnenner. Den Hauptnenner können wir bestimmen, unter anderem, wenn man es langsam macht, indem man jeden Nenner sich erstmal aufschreibt. Dann schauen wir uns mal die Nenner an. Wir haben einmal den Nenner 15, den Nenner 3, einmal den Nenner 5 und einmal ein. Das x als Nenner. Und jetzt können wir schauen, die schnellste Variante, den Hauptnenner zu finden, wäre, indem man alle Zahlen miteinander multipliziert. Aber es gibt auch einen kleineren Hauptnenner. Und den finden wir, indem wir erkennen, dass die 15 teilbar ist durch die 3, aber die 15 genauso teilbar ist auf die 5. Deshalb können wir uns die 3 und die 5 sparen. Da reicht, wenn wir hier die 15 nehmen. Die x, die passt nirgends rein. Deshalb ist unser Hauptnenner 15x. So hin, Hauptnenner 15x. Dann haben wir jetzt Punkt 2 der Liste. Hauptnenner bestimmen auch schon gemacht. Und jetzt kommt als Punkt 3 jeden Summanden mit dem Hauptnenner multiplizieren. Ein Fünfzehntel mal den Hauptnenner 15 plus 2 Drittel mal 15x. Jetzt wird es hier ein bisschen eng, ich muss kleiner schreiben, plus 7 Fünftel mal 15x ist gleich 1 durch x mal 15x. Und wenn wir jetzt hier mit dem Hauptnenner multiplizieren, dann können wir so kürzen, dass überall die Nenner rausfallen und wir haben keine Brüche mehr. Das ist unser großer Vorteil. So, die 15 geht in die 15. Die 3 geht in die 15 5-mal. Weil 3 mal 5 gibt 15. Die 5 geht in die 15 3-mal, weil 3 mal 5 gibt 15. Und die x geht in die 15x. Kürzt sich das x raus, dann bleibt nur noch die 15 stehen. Wenn wir das jetzt ausführlich hinschreiben, dann steht dran 1 mal x plus 2 mal 5 mal x plus 7 mal 3 mal x gleich 1 mal 15. Dann kommt Punkt 4 mit Zusammenfassen. Halt, jetzt können wir es erstmal. Bevor Punkt 4 kommt, schreiben wir es noch ein bisschen schöner hin. Einmal x ist dasselbe wie x. 2 mal 5 gibt 10, sind dann 10x. Plus 7 mal 3 sind 21, mal x sind 21x. 1 mal 15 sind 15.
Jetzt kommen wir zu Punkt 4, zusammenfassen. Hier sehen wir, das sind alles Xen, die dürfen wir zusammen rechnen. 1x plus 10x sind 11x, 11x plus 21x sind 32x. 33x gleich 15. Und jetzt Achtung, häufiger Fehler. Ich will ja jetzt 1x stehen haben, dann darf ich hier nicht rechnen minus 32, sondern ich muss machen geteilt durch 32. Wenn ich mache geteilt durch 32, dann kürzt sich hier wieder die 32 mit der 32 raus und dann bleibt stehen x gleich 15 32. Wir starten wieder mit Punkt 1, Definitionsmenge bestimmen. Was darf ich für das x nicht einsetzen, weil sonst hier unten im Nenner 0 rauskommt? Ich darf für das x nicht die plus 3 einsetzen, weil plus 3 minus 3 gibt 0 und 1 durch 0 darf ich nicht rechnen. Definitionsmenge, alle rationale Zahlen außer die 0. Außer die 3. Die 0 dürfte ich einsetzen, weil 0 minus 3 gibt minus 3 und 1 durch minus 3 gibt minus 1 Drittel. Würde gehen, dürfte ich machen. Als nächstes Hauptnenner bestimmen. Wir haben einmal die 10, die 5 und das x minus 3. Ich schreibe es mal auf. N1 gleich 10, dann haben wir N2 gleich 5 und N3 gleich x minus 3. So, ich könnte wieder alles miteinander multiplizieren, hätte ich einen Hauptnenner, ich kann noch einen kleineren finden. Die 5 geht in die 10, somit kann ich mir die 5 wieder sparen. Dann habe ich als Hauptnenner (10 × x − 3). Als nächsten Punkt multipliziere ich jeden Summanden mit unserem Hauptnenner. Das wäre hier 1 durch 10 mal 10 mal x minus 3 plus 3 durch 5 mal 10 mal x minus 3 ist gleich 1 durch x minus 3 mal 10 mal x minus 3. Ich habe jeden Bruch, den ich hier habe, jeden Summand mit 10 mal x minus 3 erweitert und jetzt kann ich wieder kürzen. Die 10 geht in die 10. Einmal, die 5 geht in die 10 zweimal und das x minus 3 geht in das x minus 3 einmal, fällt es auch raus und dann bleibt stehen 1 mal x minus 3 plus 3 mal 2 mal x minus 3 ist gleich 1 mal 10.
Jetzt rechnen wir es aus. Einmal x minus die Klammer, x minus 3, kann man gleich hinschreiben, ist das gleiche wie x minus 3, plus 6 mal, Klammer auf, x minus 3, gleich 1 mal 10 gibt 10. So, jetzt rechnen wir es noch weiter aus. 6 mal x minus 3, das hatten wir schon. Hier brauchen wir es ausmultiplizieren. Als Gedächtnishilfe helfen immer diese Pfeile. Dann haben wir x minus 3 plus 6x, 6 mal minus 3 gibt minus 18, minus 18 gleich 10. So, jetzt können wir es hier zusammenfassen. 1x plus 6x sind 7x und minus 3 minus 18 sind minus 21. Die 10 bleibt stehen. Jetzt kann ich die 21 auf diese Seite bringen mit plus 21. Ich habe keinen Platz mehr auf der Tafel, ich schreibe es hier oben weiter. Dann würde stehen bleiben, 7x ist gleich, nämlich 10 plus 21, das sind 31. Und jetzt will ich, dass nur noch ein x stehen bleibt. Und da muss ich rechnen, Achtung, nicht minus 7, sondern geteilt durch 7, das sind dann 31 Siebtel. Den können wir nicht weiter kürzen, das passt so, kann man einfach so als Bruch stehen lassen.